Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Förderer von Recht als Kultur, das ist eine Standardbegrüßung, liebe Fellows, insbesondere die frisch eingetroffenen, Frau Kassab aus dem Libanon und aus Bielefeld oder wo das sind, auch das. Und Frau Savelsberg-Feldmann haben die meisten von Ihnen schon, glaube ich, kennengelernt und Herr Savelsberg ebenfalls aus den USA, Minneapolis kommt. Im Moment sind von den frisch hinzugekommenen ein oder zwei unterwegs auf Achse. Das heißt, auf Welttournee ihrer Vorträge, die sie immer mit dem Emblem Käthe Hamburger Kolleg Recht als Kultur unternehmen. Aber sie werden auch, und da sollten Sie keine Sorge haben, nicht ständig in die Welt geschickt, obwohl sie demnächst in Abu Dhabi, wenn ich das richtig gesehen habe, mit Käthe Hamburger Emblem auftreten werden. Ich freue mich, dass Sie hier sind und dass wir heute die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen und zu diskutieren. Wir wollen heute über Begriff und Reichweite des Konzepts von Rechtskulturen sprechen, um Begegnungen, Konflikte und Überschneidungen zwischen verschiedenen, ja, was sagt man dann, wenn man den Begriff Rechtskultur nicht wiederholen will? Ich sage mal einfach Rechtsgebilden, um die besser analysieren zu können. Rechtsanalyse als Kulturforschung heißt der erste Band der im Klostermann Verlag verlegten Reihe. Und ich freue mich ganz besonders, heute Abend den Verleger, Herrn Klostermann, begrüßen zu dürfen und ebenso Frau Urban, die uns heute Abend die Ehre geben. Gestatten Sie mir, den Gang unserer bisherigen Überlegungen in Erinnerung zu rufen. Das wird ein Dreijahresresümee auf anderthalb Seiten. Also das kann nur schief gehen. Wir sind im ersten Kollegjahr auf der Suche nach einem Rechtsbegriff gewesen, der einen Cultural Turn nicht scheut, Recht von vornherein auch als ein Kulturphänomen begreift, um es nicht nur innerhalb eines okzidentalen Kontextes, sondern auch außerhalb dieser Welt als eine durch besondere Vorkehrungen symbolischer und ritueller Verstärkung ausgezeichnete Normativität zu begreifen, die auf verbindlichen, kontrafaktisch stabilisierten normativen Erwartungen beruht und durch eine eigene Organisationskultur ihr Sanktionsgewicht erhält. Also wenn Sie so wollen, ein Luhmannscher Begriff des Rechts, der aber um die kulturellen Komponenten, nämlich symbolischer Flankierung und ritueller Unterfütterung sowie einer organisationskulturellen Ausstattung ergänzt wird und überformt wird. Und auf die Frage hin, was eigentlich die Force du Droit ausmacht, was die Geltungskraft des Rechtes bewirkt, diese zusätzlichen Dimensionen, die wir als kulturelle Dimensionen verstehen können, in den Rechtsbegriff schon mit hineinnimmt. Größte Sorgfalt war vonnöten, um den Sprung aus dem okzidentalen Teufelskreis zu wagen und zum Beispiel aus den Debatten, an die sich einige von Ihnen erinnern werden, mit Upendra Bakshi im Suffering, im Leiden, einen Geltungsgrund der Menschenrechte zu identifizieren, was aus den Leges-Hierarchien konstitutioneller, naturrechtlicher oder geltungsreligiöser Art herausfällt. Das Leiden hat zwar in den verschiedenen religiösen und in den Konfessionskulturen eine prominente Stelle. Das Leiden ist aber nicht der Ort, von dem aus normative Geltung abgeleitet wird. Bei Bakshi war der Weg so, das Leiden ist, das ist der Grund des Rechts, das ist der Grund auch des Postulats, Menschenrechte für diese und nicht eine jenseitige Welt zu fordern. Innerweltliche, sozusagen innerweltliche, menschenrechtliche Gestaltung menschlicherer Verhältnisse
auf den Weg zu bringen. Das heißt in anderen Worten, unser vertrauter Blick auf das Recht hatte bereits hier seine Unschuld verloren. Die unmittelbar bevorstehende Publikation Selbstsein und Recht des Rechtsphilosophen Sašić ist dieser Fragestellung in überraschender Weise von Fichte ausgehend zutiefst verbunden. Das werden Sie demnächst nachlesen können in einem sehr, sehr dichten und sehr spannenden Text. Im zweiten Kollegjahr haben wir uns mit dem schwierigen Sphärenverhältnis von Recht und Religion geplagt und im vergangenen Frühjahr in einer gemeinsamen Veranstaltung von Rechts- und Religionssoziologischer Sektion versucht, noch deutlicher einzufangen. Rechtliche und religiöse Sphäre lassen sich in struktureller Verwandtschaft jeweils als symbolische und normative Ordnung, als Organisation und Ritualgemeinschaft mit analytischem Gewinn betrachten. Die Dimensionen des Rechts finden wir in der Religion interessanterweise wieder. Sie weisen nämlich eine verblüffende funktionale Parallelität auf Recht und Religion. Integration, Identitätsstiftung, Sinnbewältigung, Kommunikation, Gedächtnis werden in erweiterten Funktionskatalogen für Recht und Religion gleichermaßen reklamiert. Herr Savelsberg hat das in seinem Buch über Atrocities and American Law ausgeführt. Ich zitiere jetzt nur aus dem Gedächtnis, der Titel ist noch viel schöner. Dass Recht und Religion einerseits in Konkurrenz zueinander geraten, andererseits ihre Unterscheidung vielfach schwierig ist, ließe sich ein Stück weit aus dieser strukturellen und funktionalen Verwandtschaft erklären. Die Verhältnisbestimmung von Recht und Religion, wie sie in soziologischer Perspektive und im Blick auf klassische Autoren wie Durkheim, Simmel und Weber entwickelt wurde, ist freilich in der Gefahr, ein Verständnis von Recht und Religion festzuschreiben, das außerokzidentale Erfahrungen ignoriert. Das beschäftigt uns am laufenden Band, einfach schon auf epistemologischer Ebene. Wie kommen wir aus einem Rechtsbegriff heraus und andererseits, wie ist das, was bewahrenswert ist, auch in dem Rechtsbegriff festzuhalten, ohne den Raum der Vergleichbarkeit oder Interpretierbarkeit von vornherein einzuschränken. Die Umwälzung in der arabisch-islamischen Welt haben uns hier im Kolleg, in dem zweiten, unserem zweiten Kollegjahr, also im Jahre 2011 und nicht vorher, so weitsichtig sind wir dann eben doch leider nicht gewesen, hat uns als Frage nach den normativen Umbrüchen, der Suche nach einer neuen Verfassung der Gesellschaft interessiert und den versteckten oder auch offenen Rückgriffen auf eine religiöse Geltungskultur, wie sie in den zunehmenden Scharia-Referenzen der arabisch-islamischen Welt zum Ausdruck kam. Es bleibt der Anspruch des Kollegs, über tradierte Bestimmungen dieses schwierigen Sphärenverhältnisses hinauszugelangen. Im Konzept der Geltungskulturen, auf das wir heute vielleicht noch weiter eingehen werden, tritt Religion als Geltungsquelle auch dort auf, wo sie aus säkularen Quellen bezogen wird, wenn nämlich etwa die zivilreligiösen Grundlagen des Rechtsstaates mobilisiert werden. Und wer einmal religionssoziologisch infiziert ist, der sieht das Heilige auch spurenhaft überall am Werke. Aber ob es einem gelingt, Rechtsgeltung, normative Kraft, deontic power, wie es John Searle genannt hat, völlig unabhängig von religiösen Geltungsquellen zu verstehen und auch zu erklären, das würde ich sehr bezweifeln. Und das wirft Fragen für ein Selbstverständnis auf, das sich säkular wähnt und diese zivilreligiösen Ressourcen vielfach einfach vergessen hat. Ich meine, dass es gute religionssoziologische Gründe gibt, daran, in welcher Sprache auch immer, ob man das mit Simmel als religioid bezeichnet, quasi religiös, das ist am Ende auch ziemlich wurscht einfach. Wenn man nur weiß, dass es so etwas gibt, wo das Tabu ausgesprochen wird, was das nicht angerührt, das nicht angetastet werden kann, was nicht diskutabel ist, wo es eine Grenze gibt zwischen dem Heiligen und dem Profanen und diese Grenzüberschreitungen sind gefährlich. Und dort sozusagen ist Religion, wo überhaupt über diese Grenze verhandelt wird und wo sie relevant ist.
das meine ich, können wir aus den Menschenrechtsdebatten überhaupt nicht ausklammern, aber auch aus vielen anderen Bereichen, die wir die Verfassung einer Gesellschaft nennen und die vielfach auch in der konstitutionellen Form einfach auftritt, wie wir sie als Juristen kennen. Ich komme zum dritten Jahr. Welche Komplikationen aus den Faktizitäten des Globalisierungsprozesses erwachsen? Und auch da möchte ich noch einmal an das erinnern, was wir im vergangenen Jahr unternommen haben. Also der Austausch mit den übrigen Käthe Hamburger Kollegs im Frühjahr hatte uns anlässlich der Globalitätstagung an die unterschiedlichsten Dimensionen noch einmal erinnert, dessen, was Martin Allbrough als Global Age bezeichnet hatte. Ästhetisch, ökologisch, politisch und so weiter. Und wie diese dann normativ gerahmt werden, das konnten wir im vergangenen Jahr zum Beispiel anhand des internationalen Wirtschaftsrechts. Ich denke an Vorträge und Booklaunches um die Arbeiten von Matthias Herdegen oder die Einrichtung internationaler Tribunale genauer studieren, unter anderem im Internationalen Strafgerichtshof von Den Haag und einer Tradition einer juridischen Wahrheitsfindung, die zugleich pädagogische und erinnerungspolitische Funktionen seit den Nürnberger Prozessen aus den Erfahrungen einer Unrechtskultur einfordert. Das war im Übrigen auch der Gegenstand unserer mit den Literaturwissenschaften veranstalteten Tribunaletagung, die dem allernächst wiederum im Klostermann Verlag erscheinen wird. Und auch die jüngste mit der verehrten Frau Kollegin Detloff gestaltete Tagung der European Commission on Family Law, European Family Law and Culture, so hieß die Tagung, hat uns die Logik einer auf Principles gestützten transnationalen Rechtsbildung nahegebracht, die sich vom Warnruf des Cultural Constraint, es sei doch alles kulturrelativ zu denken, nur begrenzt transferierbar und am Ende ist das ohnehin völlig inkommensurabel und erst recht nicht irgendwie angleichbar. Wir haben uns einfach nicht erstrecken lassen, um gerade eine eigene europäische Familienrechtskultur zu befördern, die solchen Werten verpflichtet ist, die das Europäische auch für sich reklamieren. Sind wir, wie Ruti Teitel oder Paul Schiff-Berman es meinen, auf dem Weg zu einer globalen Rechtskultur, etwa von Humanities Law? Diese Frage wird uns weiter beschäftigen, wenn wir uns, und das ist das Thema diesen Jahres, mit Begegnungen, Verflechtungen und Konflikten der Rechtskulturen im Globalisierungsprozess noch intensiver beschäftigen wollen. Also, ich hoffe, dass Sie jetzt das, was wir in der nächsten Zeit angehen wollen und auch das, was wir heute Abend diskutieren wollen, etwas besser situieren können im Programm und auch in Hinsicht auf kleinere, bereits vielleicht erzielte Resultate unserer gemeinsamen Forschungswege und dessen, was wir hier als eine Lerngemeinschaft begreifen. Für den heutigen Abend nun haben wir uns das folgende Programm vorgenommen. Dr. Jan Sundtrup, der an seiner Habilitation zum Thema, ein wunderbarer Titel bereits, also im Grunde genommen sollte das auch reichen, finde ich, wenn man richtig schöne Titel hat, zur Grammatik von Rechtskulturkonflikten, zu diesem Thema arbeitet, wird uns mit einigen Grundbegriffen und Grundwahrheiten aus der Sicht seiner Forschungsarbeit vertraut machen, insbesondere der semantischen und methodischen Verwendungsweise von Rechtskultur, das ist der erste Punkt, um hierbei Kultur als Perspektive zu beleuchten. Als zweites Sujet zur Analyse von Genese, Verflechtung und Konflikt der Rechtskulturen uns zu erzählen und uns vertrauter damit zu machen, um diese Theorieerfahrung in das Konzept des Rechts als einer mehrdimensionalen Ordnung einzuschreiben, so wie ich es vielleicht ein Stück weit schon angedeutet habe. Jetzt habe ich im Moment nur eine Sorge und eine Frage, das ist die, ob er mir am Ende noch etwas vom Kuchen der Rechtskulturen übrig lässt, aber das werden wir ja sehen, nachdem er seinen Part uns vorgestellt hat. Dann werde ich noch ein wenig dazu ergänzend kommentieren und dann sind Sie endlich mit Ihren Fragen, Kommentaren und all dem, was Sie sehr viel besser wissen als wir, endlich auch dran. Also, lieber Herr Sundtrup, ich bin gespannt auf Ihren Vortrag. Ja, lieber Herr Hilbert, vielen Dank.
für die einleitenden Worte und freue mich sehr, dass ich heute die Möglichkeit habe, hier im Rahmen dieses Forums einige Gedanken, die mich auch speziell nicht nur im Rahmen des Kollegs, sondern auch in meiner Forschungsarbeit beschäftigen, vorzutragen. Es ist klar, dass so ein komplexes Thema wie der Konflikt der Rechtskulturen und auch die Verflechtung von Rechtskulturen, dass sich so ein komplexes Thema nicht im Rahmen eines Vortrages nur annähernd erschöpfend beleuchten lässt. Deswegen probiere ich in den nächsten Minuten, in den nächsten halben Stunden in etwa einige grundlegende Überlegungen zu verschiedenen Ausprägungen der Rechtskulturforschung zu geben, um ja, das Ziel und die Perspektive des Kollegs vorzustellen und auch meinen eigenen Ansatz etwas zu verdeutlichen, den ich in meiner eigenen Forschungsarbeit verwende und heranziehe. Die Gliederung hat Herr Gebhard Kutz schon vorgestellt, sie findet sich auch hier auf der Folie. Also ich werde im ersten Teil mich kurz mit semantischen und methodischen Verwendungsweisen von Rechtskultur befassen, um insgesamt hoffentlich diesem schwierigen Begriff und den verschiedenen Herangehensweisen näher zu kommen. Wie alle Komposita, die den Begriff der Kultur im Namen tragen, ist auch das Konzept der Rechtskultur ein stark umstrittener Terminus, der in verschiedenen Kontexten angeführt wird. Die Vielfalt der Theorielagen, disziplinären Überzeugungen und strategischen Verwendungsweisen drohen zu einer Konturenlosigkeit des Konzepts zu führen, sodass jeder Versuch der Definition jener hoffnungslosen Herausforderung gleicht, die laut Max Kase die Konzipierung des Begriffs der politischen Kultur darstellt, nämlich die Aufgabe, einen Pudding an die Wand zu nageln. Dennoch möchte ich dieses ungewöhnliche handwerkliche Unterfangen im Folgenden durch Differenzierung in Angriff nehmen, nicht zuletzt um der Gefahr zu begegnen, Kultur nur als beliebige, unkritische Fasson de Palais erscheinen zu lassen, als einen Begriff, den man einstreut, wenn man es eigentlich nicht so genau wissen will. Wie Rechtskultur in öffentlichen, politisch motivierten Debatten verwandt wird, kann ich hier nur andeuten. Einerseits wird hier nicht selten die Kultur des Rechts, vermeintlichen oder tatsächlichen Kulturen des Unrechts, der Korruption, der Straflosigkeit oder ähnlicher normativer Verfehlungen gegenübergestellt. Sei es, um einen Wandel der Unrechtskulturen anzumahnen oder sich schlicht der eigenen rationalen Rechtskultur rituell zu versichern. Andererseits kann Rechtskultur als strategisches Argument, dem Titel Cultural Defense vor allem bekannt, auch jederzeit von Minderheiten ins Feld geführt werden, um sich vor Änderungszumutungen zu schützen. Dies zeigt auch, wie eng der Kulturdiskurs mit Fragen sozialer Macht liiert ist. Im Feld der Wissenschaft wird das analytische und explanative Potenzial von Rechtskultur derweil unterschiedlich eingeschätzt. In weiten Bereichen der Rechtswissenschaften ist der Begriff alles andere als etabliert und wird häufig mit großer Skepsis konfrontiert. Wenn man das Arbeitsgebiet des Juristen als durch Ordnung, Systematik und klare Verhältnisse geprägt auffasst, kann das Eindringen des kulturellen Elements zum Ärgernis werden. Zitat: Die Verbindung des ziemlich präzisen Begriffes Recht mit dem nicht ganz so präzisen Begriff Kultur zu Rechtskultur verstärkt nicht die Präzision, sondern verringert sie. So der Jurist Ingo von Münch. Freilich geben die sozialwissenschaftlichen Debatten und auch die politischen Anerkennungskämpfe bei weitem nicht diesen Eindruck der vermeintlichen Präzision des Rechtsbegriffs wieder, was übersehen wird, wenn man unter Recht lediglich einen Apparat positiver Normen und die richtige Anwendung von Legaldefinitionen, Subsumptions- und Relationstechnik versteht. Vertritt man, wie zumindest den Juristen meistens unterstellt, letztere Auffassung, wird die Einordnung der Rechtskultur zum Problem. Man versucht sie, wie von Münch, dem Recht als Fundament unterzuschieben, ohne durch sie die Reinheit des Rechts zu kontaminieren. Rechtskultur bedeutet dann, dass die Rechtsordnung nicht unzulässig gestört wird, beschreibt etwa die Verlässlichkeit des Rechts und das Vertrauen des Bürgers in das Recht. Für kulturwissenschaftliche Analysen des Rechts als Kultur bleibt in dieser Perspektive kein Platz. Allenfalls wird unter dem Namen Rechtskultur, wie in den skizzierten politischen Debatten, die Kultur des Rechts gefeiert, die der kulturellen Pflege des Juristen bedürfe. Eine Ausnahme mag hier das Gebiet der juristischen Rechtsvergleichung darstellen, obgleich auch hier keine Tendenz zu einer Öffnung für kulturwissenschaftliche Fragen und Methoden ersichtlich ist, zumindest keine weit verbreitete Tendenz. Versteht man, wie Peter Häberle, Rechtskultur als einen Begriff, der ein bestimmtes qualitatives Niveau des Rechts voraussetzte, um seine Applikation zu rechtfertigen,
wird sie zu etwas Wertvollem, das als unverzichtbares Element gesellschaftlicher Entwicklung angesehen werden kann. Der Versuch, spezifische Grund- und Kulturwerte des Rechts wie Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit und andere auszubuchstabieren, bewegt sich dabei zumindest implizit im Fahrwasser der neuen kantianischen Rechtsphilosophie eines Emil Lask oder Gustav Radbruch zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die sozialwissenschaftliche, nicht normativ, sondern empirisch ausgerichtete Rechtskulturanalyse, um die es nun gehen soll, weist sich ebenfalls als sehr heterogen aus. Ein Missverständnis wäre es, über die zunehmende Befragung des Rechts aus kulturwissenschaftlicher Sicht im Zuge des Cultural Turn die frühen und für einen bestimmten Theoriestrang wegweisenden Arbeiten Lawrence Friedmans zu vergessen. Friedman plädierte dafür, die Legal Culture als einen wesentlichen Teil des Rechtssystems anzuerkennen, wobei er aus forschungspragmatischer Perspektive, vor allem aber aufgrund seiner methodischen Anknüpfung an die frühe Untersuchung politischer Kultur von Gabriel Almond und Sidney Verber, zu einem sehr engen Verständnis von Rechtskultur gelangte. In seinem Artikel Legal Culture and Social Development aus dem Jahre 1969 unterschied Friedman drei Bestandteile des Rechtssystems. Zur Struktur des Rechts zählte er die Form- und Prozesslogik der grundlegenden Institutionen, also die Gestaltung der Verfassung, den Zuschnitt und die Hierarchie der Gerichte, die Art der Gewaltenteilung und Ähnliches. Als substanzielle Komponente betitelte er das gesetzte Recht selbst. Die rechtskulturelle Dimension setzte sich hingegen aus den gesellschaftlichen Werten und Einstellungen gegenüber dem Recht zusammen, welche die Stellung des Rechts in der Gesamtkultur der Gesellschaft ausmachten. Konkreter fasste Friedman etwa das Rechtsbewusstsein und die Rechtskenntnis der Bürger, ihre Prozessbereitschaft, die gesellschaftliche Anerkennung des Rechts und ähnliche Phänomene unter dem Begriff der Rechtskultur zusammen, was in späteren Untersuchungen anderer Autoren von Erhard Blankenburg, David Nelken zum Teil und anderen, wenn auch immer in revidierter Form, stets wieder aufgegriffen wurde. Bei Friedman wurde Kultur weitgehend mit subjektiven Einstellungen und Haltungen gleichgesetzt, übrigens in expliziter Anknüpfung an die frühe politische Kulturforschung, wie sie bei Gabriel Almond und Sidney Verber konzipiert wurde. Ja, ein längeres Zitat von ihm. Rechtskultur bezieht sich also auf jene Teile der allgemeinen Kultur, Sitten, Meinungen, Denk- und Handlungsweisen, die soziale Kräfte zum Recht hin oder vom Recht weg und auf besondere Weise beeinflussen. Der Begriff beschreibt gewissermaßen Haltung in Bezug auf das Recht, etwa analog zum Begriff der politischen Kultur, die von Almond und Verber definiert wird als politisches System, wie es in den Kognitionen, Gefühlen und Bewertungen seiner Bevölkerung internalisiert ist. Dieser Zuschnitt von Rechtskultur mag für bestimmte Forschungsfragen durchaus nützlich sein. Allerdings handelt es sich dabei offensichtlich um eine reduktionistische Version von Kultur, die nicht ohne Kritik bleiben konnte. Denn nicht nur in den detailreichen Studien von Rechtsanthropologen und Ethnologen, von Karl Lueling über Clifford Geertz bis hin zu Franz und Kevitt von Bender-Beckmann und vielen anderen, sondern auch schon bei den soziologischen Klassikern wie Dürkheim, Weber und vielen anderen, Karl Rohrwehr in der Politikwissenschaft zu nennen, in der deutschen Politikwissenschaft, ließ sich hilfreiches, konzeptuelles und methodisches Werkzeug für eine bedeutungsorientierte Erforschung von Rechtskultur finden. Mit einem solch kulturwissenschaftlichen Blick lässt sich Kultur nicht mehr, wie von Friedman, als ein Systemelement neben Struktur und Substanz verstehen, da jede Dimension des Rechtssystems nach ihrer kulturellen Bedeutung befragt werden kann. Die Substanz des formalen oder informalen Rechts ist damit genauso Teil des kulturellen Bedeutungsgewebes wie die Struktur von Institutionen, Autoritäten und Rollenzuweisungen. Recht als Kultur zu begreifen, verlangt danach, weder das Recht auf einen Normenkörper noch Rechtskultur auf abfragbare kognitive Kompetenzen und evaluative Haltungen von sozialen Gruppen gegenüber dem Recht zu reduzieren, sondern den Sinn von rechtlichen Praktiken und Vorstellungen, ihre Kulturbedeutung mit Weber zu sprechen, zu begreifen. Stark simplifizierend folgt man David Nelken in der gegenwärtigen Rechtskulturanalyse stets auf Varianten dieser beiden basalen Forschungskonzeptionen, in denen nicht zuletzt verschiedene Erkenntnisinteressen aufscheinen. Forscher, denen an einer strikten Kausalanalyse gelegen ist und die Kultur als erklärende Variable modellieren, um zum Beispiel den Einfluss der Rechtskultur auf die Gesetzestreue oder die juristische Klagebereitschaft einer bestimmten Bevölkerungsgruppe zu messen, müssen schon aus pragmatischen Gründen mit einem stark zurechtgestutzten Konzept von Kultur operieren,
während die interpretativen, hermeneutischen, verstehenden Ansätze mit einem reicheren Kulturbegriff arbeiten, der sich jedoch auch schwerer operationalisieren lässt, wie man sagt, mit dem aber ganz andere Forschungsfelder und Problemhorizonte erschlossen werden können. Dies spricht natürlich nicht gegen eine legitime Koexistenz der methodologischen Ansätze und Forschungsdesigns, auch wenn der Cultural Turn zumindest dem Anspruch vieler seiner Vertreter nach einen kritischen Paradigmenwechsel konstituieren soll. Am stärksten vielleicht bei den britischen Cultural Studies zu sehen, wo es sehr stark, das Kulturelle sehr stark an politisch gedacht wird und auch der Anspruch vertreten ist, sozusagen damit wirklich einen konstitutiven Paradigmenwechsel in die wissenschaftliche Analyse einzuführen, die andere Forschungsanrichten sozusagen widerlegt oder überflüssig macht oder als ideologisch ausweist oder was auch immer. In jedem Fall lässt sich argumentieren, wie ich im Folgenden beabsichtige, dass sich das Verständnis von Rechtspraktiken und des Konfliktpotenzials von Rechtsordnungen nicht mit einem Rumpfkonzept von Kultur erlangen lässt. Kultur bietet vielmehr eine Perspektive, die ein bestimmtes kritisches Problembewusstsein erst ermöglicht. Und damit bin ich bei meinem zweiten Punkt, Kultur als Perspektive. Diese Perspektive von Kultur kommt im Titel und damit auch im Forschungsprogramm dieses Kollegs klar zum Ausdruck. Es geht nicht darum, mit dem Begriff der Rechtskultur einen Objektbereich von den nicht-kulturellen Elementen des Rechts abzugrenzen, sondern Recht als Kulturphänomen zu untersuchen. Die Kulturperspektive ist zunächst eine komparative, wie man mit Luhmann feststellen kann. Zitat: Nach wie vor kann man mit einem Messer schneiden, kann man zu Gott beten, zu See fahren, Verträge schließen oder Gegenstände verzieren. Aber außerdem lässt sich all das ein zweites Mal beobachten und beschreiben, wenn man es als kulturelles Phänomen erfasst und Vergleichen aussetzt. Zitat Ende. Durch diesen Blick entsteht ein kritisches Kontingenzbewusstsein, denn, so auch Luhmann, es gibt keinen Gegenstand, keine soziale Praxis, die sich unter komparativen Gesichtspunkten nicht als Ausweis einer Kultur darstellen ließe. Damit wird auch noch einmal klarer, dass es der neueren Kulturwissenschaft nicht um eine neue Einteilung der Gegenstandswelt geht, mit dem Ziel, die Liste der Kulturobjekte endlos zu verlängern, sondern um einen neuen Blick, mit dem die Objekte und Regionen der Sozialwissenschaften in einem anderen Licht erscheinen. Dies schützt nicht zuletzt davor, Kultur zu substantialisieren oder zu verdinglichen. Klar sollte aber auch sein, dass dieses Kontingenzbewusstsein, der Ausweis einer Praxis als Kultur, kein Zweck an sich ist, sondern es erlaubt, mich mit der richtigen Methodik zu den tieferen Sinnschichten normativer Ordnung vorzudringen. Kulturelle Bedingtheit oder Kontingenz heißt nicht absolute Beliebigkeit, denn sonst ließe sich die Kontingenzperspektive von Kultur nicht an ein sinn- und bedeutungsorientiertes Kulturverständnis knüpfen. Etwas, das keine intersubjektive Orientierung und Verbindlichkeit aufweist, lässt sich nur schwerlich als Kultur bezeichnen. Eine reine Differenztheorie des Kulturellen hat deswegen nicht nur wenig Aussagekraft, sondern stößt auch an ihre hermeneutischen Grenzen, wie etwa Matthias Kettner betont hat, und nicht davor zurückschreckt, wenn auch auf einem sehr abstrakten Niveau, eine Liste von sinngenerierenden kulturellen Universalien aufzustellen. Natürlich funktioniert das Ganze dann nur auf einem bestimmten Abstraktionsniveau, aber Kettner spricht sich sehr stark gegen eine reine Differenzperspektive aus. Ohne an dieser Stelle näher darauf eingehen zu können, sollte zumindest festgehalten werden, dass Kultur mehr als Kontingenz, mehr als anders sein können ist, indem es sich durch eine sinnbildende Gestaltungskraft ausweist. Was ist nun das konkrete Erkenntnisinteresse dieser kulturwissenschaftlichen Perspektive und wie lassen sich ihre Vorzüge genauer beschreiben? Sie bewahrt vor einer Naivität, die soziale Praktiken, Institutionen und Rituale als Selbstverständlichkeiten hinnimmt. So kann man Andreas Reckwitz zustimmen, der das kulturwissenschaftliche Forschungsprogramm folgendermaßen skizziert. Es zielt darauf ab, die impliziten, in der Regel nicht bewussten symbolischen Ordnungen, kulturellen Codes und Sinnhorizonte zu explizieren, die in unterschiedlichsten menschlichen Praktiken verschiedener Zeiten und Räume zum Ausdruck kommen und diese ermöglichen. Der kulturwissenschaftliche Blick kann diese Praktiken also ihrer natürlichen Unschuld berauben, indem er sie als kulturelle Konstruktionen ausweist, die Ausdruck von historischen und lokal spezifisch ausgeprägten normativen und epistemischen Vorstellungen sind. Damit komme ich zum dritten Punkt, zur Analyse von Genese, Verflechtung und Konflikt von Rechtskulturen. Um weiter auf die Thematik des neuen Kollegjahres einzugehen,
Ein solcher Blick kann nicht ahistorisch verfahren und tritt somit der Gefahr der Genesis-Amnesia, wie Upendra Bakshi es genannt hat, in Bezug auf die diversen Rechtskulturen, nicht zuletzt die eigene, entgegen. Also hier werden dann nicht nur kulturelle Eigenheiten sichtbar, sondern auch verschlungene Entwicklungsgeschichten, Hybriditäten und Verflechtungen, also das, was Boaventura de Sousa Santos als Interlegality bezeichnet hat, um vor falschen Reinheitsvorstellungen von Kultur zu warnen. Welche Konflikte der Kontakt von Rechtskulturen schließlich mit sich bringt, steht im Zentrum des Themenjahres. Deswegen hierzu nun einige kursorische Bemerkungen zur Konfliktthematik. Werner Gebhardt wird, glaube ich, später noch ein wenig darauf eingehen. In rechtswissenschaftlicher Sicht ist der Konflikt das, was durch das Recht überwunden wird. Das Recht ist eine Friedensordnung, die zivilisierende Prozeduren der Konfliktlösung schafft. Schon die Lösung sozialer Konflikte im Medium des Rechts ist bekanntlich schwierig und bisweilen ambivalent, aber umso größer ist die Aufgabe, sich der Konflikte anzunehmen, die das Recht selbst durchziehen. Schon die Kollision von Normen stellt eine Provokation für die suggerierte widerspruchsfreie Einheit eines Rechtssystems dar, kann aber durch die Ausbildung von Kollisionsnormen selbstverständlich beantwortet werden. Trifft aber das Recht verschiedener Rechtskulturen aufeinander, ist es fraglich, ob hier überhaupt rechtliche Kollisionsnormen gefunden werden können, zumal der Konflikt häufig nicht nur auf der normativen Ebene angesiedelt sein dürfte. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Also hier besteht dann die offensichtliche Gefahr, dass ein solcher Konflikt nicht durch einen Rechtsstreit gehegt und schon gar nicht gelöst werden kann, sondern dass man es mit einem Widerstreit, mit einem Differenz zu tun hat, wie Lyotard ihn beschrieben hat. Dieser Widerstreit darf wiederum nicht einfach vorausgesetzt werden, wie manche Kulturtheoretiker wie etwa Pierre Legrand es tun. Legrand behauptet, dass wir so in den epistemologischen Strukturen unserer eigenen Rechtskultur gefangen seien, dass ein transkulturelles Verständnis unmöglich sei. Ein Zitat von ihm: "When the interpreter comes to the other's law and purports to make sense of it, the anticipation of meaning that he brings to bear to the act of ascription is in fact profoundly historical and in that sense deeply traditional. The meanings that the interpreter brings to the act of interpretation were internalized by him as he was thrown into a tradition, linguistic, legal and otherwise, that constituted him as the individual that he is. How could there be anticipation of meaning without belongingness to a tradition or culture? How can foreign law, which is situated, be accessible to my understanding, which is itself situated, albeit within a different episteme." Rechtskulturen als prinzipiell inkommensurable Ordnung aufzufassen, gelingt jedoch nur, wenn man sie, wie Legrand, als epistemische Container konzipiert und das Faktum der Interlegality, also der Verflechtung, grundlegend ignoriert, ganz zu schweigen von den Möglichkeiten interkulturellen Lernens natürlich. Dass Rechtsordnungen durch spezifische Rationalitäten geprägt sind und damit zu Konflikten neigen, wie Legrand suggeriert, ist natürlich auch ein Grundpostulat des kulturwissenschaftlichen Forschungsansatzes. Das sagt aber noch nichts über den Austragungsmodus des Konfliktes aus, ob Rechtskulturen unversöhnlich kollidieren oder sich offen für Imitation, Adaption, Integration, Konvergenz und Ähnliches zeigen. Die Analyse von Rechtskulturkonflikten muss zunächst die Kontaktstellen von Recht mit anderem Recht feststellen, was ich kurz in Anknüpfung an William Twining andeuten möchte. Löst man den Rechtsbegriff vom nationalstaatlichen Denken, was sich aus der kulturwissenschaftlichen Perspektive meines Erachtens zwingend ergibt und nicht erst auf das Drängen von Vertretern des Legal Pluralism zurückgeht, zeigen sich Rechtsformen auf unterschiedlichen geografischen Ebenen. Auch wenn man nicht von einem universal effektiven globalen Recht sprechen kann, existieren doch Ansätze dazu, etwa im Umweltrecht oder im Bereich der Menschenrechte oder der internationalen Strafgerichtsbarkeit, wo sich laut Ruti Teitel die Konturen eines Humanities Law abzeichnen. International sind jene Rechtsnormen, die die Beziehung zwischen souveränen Staaten ordnen. Ein supranationales Recht findet sich zum Beispiel bekanntermaßen in der Europäischen Union. Dann haben wir ein transnationales Recht, wo zudem die Lex Mercatoria und ähnliche grenzüberschreitenden Regelungen zu zählen sind, sofern es sich nicht bloß um ein Softlaw handelt, sondern tatsächlich um ein verbindlich durchgesetztes Recht. Neben dem Recht von Territorialstaaten, ob national oder bundesstaatlich, gibt es ein diesem untergeordnetes Recht auf substaatlicher, etwa kommunaler Ebene und nicht zuletzt nichtstaatliches Recht, also das Recht bestimmter Gruppen, das nicht vom jeweiligen Territorialstaat anerkannt wird, aber dennoch deskriptiv als Recht beschrieben werden kann. Das ist natürlich die Thematik vor allem des
zumindest großer Teile der Legal Pluralism-Forschung. Schon diese bloße Aufzählung deutet nicht nur die potenzielle Variabilität rechtskultureller Erscheinungen an, sondern auch die zahlreichen Konfliktebenen, wo divergierende Jurisdiktionen und Rechtspraktiken kollidieren können. Da dieses Schaubild der rechtlichen Vielfalt nicht durch ein hierarchisches, pyramidenartiges System geordnet werden kann, steigt zwischen verschiedensten Ebenen das Konfliktpotenzial. Dass diese Rechtslandschaften als hochdynamisch einzuschätzen sind, man denke nur an die europäische Integration, die Entwicklung der Lex Mercatoria oder aktuell die Verfassungskämpfe in den gegenwärtigen Transitionsstaaten, und sich die Konfliktebenen permanent verschieben, das muss, glaube ich, kaum betont werden. Aufbauend auf diesen Grundüberlegungen kann nun gezeigt werden, welchen spezifischen und speziellen analytischen Beitrag das Keltheimer Kolleg Recht als Kultur zur Erforschung von Rechtskulturkonflikten leisten kann. Hier erweist es sich als aussichtsreich und ich glaube auch notwendig, Recht als mehrdimensionale Ordnung aufzufassen. Denn so gerechtfertigt der weite Kulturbegriff erscheint, der sich aus der kulturellen Perspektive ergibt, die ich bisher vorgestellt habe, so nötig ist eine stimmige Untergliederung des Rechtskulturkonzeptes. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt, wo ich über Recht als mehrdimensionale Ordnung kurz sprechen möchte. Roger Cotterell ist einer der bekanntesten Theoretiker, der vor einer beliebigen und undifferenzierten Verwendung des Kulturbegriffes gewarnt hat und den sinnvollen Vorschlag unterbreitet hat, essentielle rechtskulturelle Elemente analytisch zu unterscheiden, um den Erkenntnisgewinn zu steigern. Die Dimensionierung des Rechts, die Werner Gebhardt seit Jahren entwickelt und die auch das Kollegsprogramm prägt, erfüllt diesen Zweck. Anknüpfend an das Forschungsprogramm des Keltheimer Kollegs Recht als Kultur lässt sich argumentieren, dass die normative Dimension des Rechts nicht aus dem Blick geraten darf, sie aber längst nicht ausreicht, um alle kulturellen Facetten des Rechts und das gesamte Konfliktpotenzial von Rechtskulturen zu beleuchten. Denn dass die Sprache des Rechts keine einheitliche ist, zeigt sich auf verschiedenen, über die normative Positivität hinausgehenden Ebenen. Recht ist zweifellos eine normative Ordnung, jedoch nicht auf ein System geschriebener oder ungeschriebener Rechtsnormen zu reduzieren. Schon der Begriff der Ordnung verweist auf die organisatorische Dimension, die konstitutiv für das Recht ist. Schließlich ist es die institutionelle Ordnungsstruktur, die laut Weber und anderen das Recht von anderen normativen Ordnungen wie Sitte, Bräuche und Ähnlichem unterscheidet. Auch wenn nach Weber ein speziell ausgestatteter Zwangsapparat als Ausweis des Rechts dient, kann die kulturwissenschaftliche Analyse noch bedeutende Strukturunterschiede von Rechtsordnung, von Verfassung und Rechtsinstitutionen offenlegen. Eine Untersuchung von Organisationskulturen muss zudem auch die Rechtssubjekte berücksichtigen. Die Rechtspersonen und Rollen muss also mit einer Wendung Franz von Bender-Beckmanns nach den Masters der normativen Universa fragen. Also nach Trägerschichten des Rechts, Rollendifferenzierung, Stratifizierung und Ähnlichem. Die Differenz von in diesem im weiten Sinn verstandenen Organisationskulturen kann in rechtspluralen Räumen zum Konflikt führen, besonders auch beim Versuch, eine rechtliche Ordnung durch Legal Transplants zu gestalten, also fremde Rechtsinstitutionen und Techniken in eine bestehende Ordnung einzupassen oder diese ihr überzustülpen. Da kann man natürlich leicht sich die vielfältigen Versuche des Demokratie- und Rechtsstaates Exports in der gegenwärtigen politischen Weltpolitik vor Augen halten. Besonders augenscheinlich vielleicht im Fall Afghanistan, wo natürlich wirklich sehr stark divergierende kulturelle Welten aufeinandertreffen und wo es auch viele empirische Berichte darüber gibt, dass es sich nicht nur um ein normatives Problem handelt, sondern tatsächlich verschiedene Kulturtechniken der Rechtsgestaltung aufeinanderprallen. Das nur als kleines Beispiel an dieser Stelle. Die Bedeutung der symbolischen und rituellen Dimensionen des Rechts liegt auf der Hand, werden doch in ihnen zentrale Normen und Vorstellungen einer Rechtskultur sinnfällig und performativ vermittelt. Ich möchte abschließend eine weitergehende analytische Differenzierung des Dimensionenmodells andeuten, ohne dadurch freilich die enge Vernetzung dieser Dimensionen zu bestreiten. In meiner eigenen Arbeit versuche ich, für die Vorzüge der Berücksichtigung einer narrativen und einer epistemischen Dimension des Rechts zu werben. Die Untersuchung der narrativen Rechtsdimension fragt nach den Legitimations- und Begründungsgeschichten des Rechts. Rechtsordnungen sind, wie man nicht erst durch Rainer Forst weiß, in sinn- und ordnungsstiftende Rechtfertigungsnarrative eingebettet.
Sie können mit einem Begriff Gerd Melvilles und Hans Vorländers als Geltungsgeschichten bezeichnet werden, die an die Gefolgschaft, den Legitimitätsglauben der Rechtssubjekte appellieren. Für eine empirische Rechtskulturforschung ist dabei, wie Dirk Rustemeyer zu Recht betont hat, nicht die universelle Struktur des Rechts, sondern gerade die Differenz seiner Geltungs- und Plausibilitätskontexte von besonderer Relevanz. Lassen sich auf diesem Weg noch verschiedene Topoi, Erzählstrategien und Begründungsansprüche ermitteln. Hier wird man auf Geltungsgeschichten treffen, die der Verschleierung der dem Recht inhärenten Kontingenz dienen, sei es aus machtstrategischen oder religiös-kulturellen Gründen, oder auch, wenn man die zeitgenössischen akademischen Rechtsdebatten ins Auge fasst, aus einem Horror Vacui, der die idealtypisch zumindest impliziert, deliberative Suche nach einem vernünftigen Grund des Rechts antreibt, wie in der Diskurstheorie des Rechts, wie wir sie von Habermas kennen, oder in den verschiedenen Spielarten des Kontraktualismus, wenn man einen Blick auf die akademischen Debatten wirft. Ein wesentliches Merkmal von Geltungsgeschichten ist die Strukturierung von Zeit. Sowohl Tradition als auch Zukunftsversionen werden narrativ konstruiert, um dem Recht oder Institutionen überhaupt Kontinuität, Legitimität und Identität zu verleihen. Dabei lässt sich zeigen, dass Ursprungslegenden, wie sie etwa in den religiösen Erzählungen der göttlichen Schöpfung Heiligenrechts auftauchen, nicht auf sogenannte traditionale oder vormoderne Gemeinschaften beschränkt sind. Gründungsmythen und Gestalten sind, wie Hans Vorländer zu Recht argumentiert hat, auch fester Bestandteil der Moderne, wie der Verfassungskult in den USA exemplarisch verdeutlicht. Geltungsgeschichten sind nie ohne Gegengeschichten, sondern stehen immer im Konflikt, sodass die Untersuchung der Geltungskontexte des Rechts wachsam für das ständige Ringen um die Deutungsmacht über das Recht sein muss. Das Aufeinandertreffen differierender Legitimationserzählungen ist zunächst ein politischer Konflikt, der bei stark verschiedenen Geltungskulturen, um einen Begriff von Ihnen zu verwenden, jedoch zum argumentativ nicht zu lösenden Widerstreit werden kann. Das von Rainer Forst postulierte Recht auf Rechtfertigung stößt an praktische Grenzen, wenn schon die Legitimationsgrundlage und der Diskursrahmen umstritten sind. Nicht nur der Blick auf die islamische Welt, sondern auch jener auf die westlichen Gesellschaften zeigt einen solchen Widerstreit von säkularen und religiösen Narrativen, der wesentlich ein Kampf ums Recht ist. Hier könnte man auch auf den bekannten Artikel Nomos and Narrative von Robert Cover verweisen, der sich genau mit dieser Thematik im Hinblick auf die USA beschäftigt. Um abschließend die epistemische Dimension des Rechts zu skizzieren, darunter verstehe ich die welterschließende und ein bestimmtes Wissen konstituierende Funktion des Rechts, wie es sich gerade in Prozessordnung ausdrückt. Recht geht weit darüber hinaus, nur der technische Ausdruck kultureller Vorstellung oder moralischer Überzeugung zu sein. Es ist nicht nur ein Kulturprodukt, sondern prägendes Element des Sozialen, wie Clifford Geertz betont hat. Law, even a technocratized variety as our own, is in a word constructive, in another constitutive, in a third formational. So rücken in epistemischer Hinsicht vor allem die Ebene der Verfassung, nicht im Sinne von Konstitution des Rechts gemeint, sondern im Sinne von Fertigung in den Vordergrund. Also die konstruktive und man könnte sagen poetische Seite des Rechts. Wie im Recht Normen, Sachverhalte und sonstige Realitäten konstruiert werden, unterliegt spezifischen kulturellen Kontextbedingungen. Mit Michel Foucault ließe sich hier verschiedenen juristischen Formen der Wahrheitsfindung nachspüren, die Foucault nur exemplarisch und skizzenhaft untersucht hat, ließe sich nach das Urteil präjudizierenden Verfahrenstechniken, die die Differenz von Prozesskulturen ausmachen, suchen. Insofern ist dieser epistemische Zug auch durchaus mit der organisatorischen Dimension verbunden. Die Konstruktion des Rechts ist laut Foucault abhängig von, Zitat, Spielregeln, die bestimmte Formen von Subjektivität, bestimmte Objektbereiche und bestimmte Arten von Wissen entstehen lassen. Zitat Ende. Es lassen sich schon aus theoretischer Sicht verschiedene Modelle rechtlicher Performance unterscheiden, die auch einer empirischen Analyse zugänglich sind natürlich. Die Einsicht, dass die juristische Urteilsfindung unmittelbar von der Prozessordnung und den Techniken der Wahrheitsfindung und Beweisführung abhängt, ist eine Provokation für die Ordnungsvorstellung, die man mit dem Recht verbindet. Aber auch die in je eigenen Sprachen des Rechts zu beobachtende epistemische Konstruktion von Objekten des Rechts, von Personen und Dingen, verlangt meines Erachtens nach einer kulturwissenschaftlichen Aufklärung. Ja, wie auch immer man die Dimension zuschneidet, eine mehrdimensionale Rechtsanalyse verspricht ein tieferes Verständnis jener kulturellen Codes des Rechts, nach denen die Kulturwissenschaften zu suchen haben. Vielen Dank.
Vielen Dank, lieber Herr Sundrup. Das kriegt man doch schriftlich. Oder wie ist das? Per E-Mail oder auf welchem Wege auch immer, dass wir das auch nochmal schön nachlesen können. Das muss man. Also ich glaube schon. Das war so ein dichter Text. Auch unheimlich spannend und wichtig, weil ich denke, dass wir eine Reihe von, danke, dass wir eine Reihe von Fragen, die uns ja hier nun schon seit geraumer Zeit einfach beschäftigen, dass sie noch einmal im Rechtskulturkonzept irgendwie zusammenlaufen, ohne dass dieses das vollständig aufsaugen könnte und auch lösen könnte, die Fragen, die wir hätten. Aber es irgendwie wie in einem Brennglas werden einfach unsere Fragestellungen noch einmal sichtbar. Und wenn ich nur ganz kurz ergänzend kommentieren darf, in wenigen Punkten, finde ich es doch außerordentlich bemerkenswert, dass sich also auch bei der Analyse des Rechtskulturkonzeptes die Notwendigkeit einstellt, einen sehr allgemeinen Satz, nämlich Culture Matters, der in der Ökonomie schon ziemlich für Aufregung gesorgt hat, wie man sich vorstellen kann, in bestimmten ökonomischen Ansätzen jedenfalls, auch in den auf das Recht bezogenen Disziplinen Unruhe stiften kann. Ob das für die Rechtsgeschichte der Fall ist, da bin ich mir nicht so sicher. Je nachdem, wie man Rechtsgeschichte, wenn man Rechtsgeschichte kulturgeschichtlich anlegt, ist man vielfach bei ähnlichen Fragestellungen. Wenn man eine Art von Rechtstheorie vor Augen hat, die von der Reinheitslehre beflügelt ist, ist alles Hybride von vornherein in Verdacht. Und wenn man, sobald man sich mit Rechtskulturen beschäftigt, ist man mit Überschneidungen, mit Überlappungen, mit Überblendungen, Sedimentierungen und so weiter befasst, dann stimmt das Reinheitspostulat nicht mehr. Und wie das im Verhältnis zu Kelsen eigentlich zu denken ist, wäre eine eigene Debatte, die man an dieser Stelle vielleicht nicht anzetteln muss, aber man sollte sie vielleicht im Hinterkopf behalten. Das wollte ich nur noch mal eingehend festhalten wollen. Dann aber, dieses Legal Culture Konzept, so wie wir das von Friedman gehört haben und wie es dann von David Nelke in Comparing Legal Cultures weitergeführt worden ist aus den späten 90er Jahren. Der letzte Band aus dieser Serie ist, glaube ich, von 2002, Adapting Legal Cultures, eine ganze Serie, die zu dieser Thematik von ihm, von David Nelke herausgegeben ist, jeweils mit Co-Autoren auch, aber wo er doch auch als ein theoretischer Kopf dahinter steht, der in diese Gemengelage größere Klarheit hineinzubringen versucht hat. Er wird übrigens im nächsten Jahr auch Fellow bei uns sein, sodass wir mit ihm zu dieser Thematik auch direkter diskutieren können. Wichtig scheint mir dabei zu sein, dass dieser Rechtskulturbegriff hier von Friedman in der Tradition der Civic Culture Forschung aufgenommen worden war, der vor allem also auf subjektive Einstellungsebene abzielt, was die Empiriker sofort nachvollziehen können, weil das das Einzige ist, was man so halbwegs ordentlich messen kann irgendwie, und damit kann man also empirisch operieren, kann man rechnen mit und so weiter. Aber soweit man die Rechtskultur darauf reduziert, also wie man denn an das Recht glaubt und welche Bereitschaft man hat, Recht zu mobilisieren, ob man unter welchen Umständen man zum Gardi geht oder auch nicht und inwieweit man überhaupt hier in diese rechtliche Sphäre überhaupt hineintreten möchte, was ja immer riskant ist, wie man weiß, und hieraus jetzt in Verbindung etwa mit objektiven Indizes der Anwaltsdichte und so weiter eine mehr oder minder, sagen wir mal, plädierfreudige und recht mobilisierende Kultur auf, Rechtskultur aufmacht oder nicht, das würde auf dieser Ebene erfasst. Dabei würden unter Umständen in der gleichen Klasse von Mobilisierungsbereitschaft Rechtskulturen fallen, die von ihrer inhaltlichen, ihrer sinnstiftenden, ihrer erinnerungsleistenden, ihrer Traditionen erzeugenden Funktion in ihren Sinnstiftungsleistungen und Identitätsbildungsangeboten auf
aus völlig unterschiedlichen Welten und Kontexten kämen, die dann diese gerade spezifische Gemeinsamkeit aufweisen würden. Wie weit man dann damit kommt und was man damit erklären kann, ist eine recht offene Frage. Und damit ist man im Grunde genommen schon bei den methodologischen Grundfragen, die man hier einfach nicht ausschließen kann. Was will man mit so einem Konzept von Rechtskultur? Braucht man es für explanatorische Zwecke? Ja, ist es eine zu erklärende oder eine erklärende Variable, jetzt vereinfachend gesprochen? Was weiß man mehr, wenn man Rechtskultur mit ins Feld bringt? Sei es für einen explanatorischen Zugang oder aber auch für einen normativ ordnenden, wo man Sinnfelder strukturieren möchte und zum Beispiel unterscheiden möchte, naja, wo sind denn die normativen Impulse, was ist die normative Kraft, was sind die Zentren von Deontic Power? Und da kann man zum Beispiel dazu kommen, dass die Religion in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielt und auf der Ebene der religiösen Geltungsgeschichten, also der narrativen Erzählungen über den Grund des Rechts, Gemeinsamkeiten herstellen, die jetzt auch wiederum quer zu der geografischen Verteilung der Rechtskulturen oder Rechtsordnung in dieser Welt stehen. Das normativ Ordnende und zugleich in Kulturzusammenhänge sinnhaft einfügende Vorgehen kann uns natürlich zu einem tieferen Verstehen, wenn man aber überhaupt von Verstehen etwas hält. Wenn man sagt, wir wollen gar nicht verstehen, sondern wir wollen nur erklären, dann bleibt das von vornherein einfach auch ausgeschlossen. Also hierüber muss man sich schon noch einmal explizit auch Klarheit verschaffen, welchen Gebrauch man eigentlich anstrebt, wenn man das Rechtskulturkonzept verwendet. Sie haben ja deutlich darauf einfach hingewiesen. Aber ich glaube, dass sehr, sehr viele Missverständnisse, auch eines laxen Gebrauches von Rechtskultur, wo man eben sich gar nicht mehr bemüht ist, näher zu definieren, mit diesen unerklärten und unausgesprochenen Intentionen zu tun hat. Nun meine ich, dass wenn man Rechtskultur im Kontext des normativen Komplexes verortet, so heißt im April eine Tagung, die wir hier im Kolleg durchführen werden, auf der wir uns gerade mit dem Verhältnis von Rechtskultur zu Geltungskultur und zu Normativität befassen wollen, um zu sehen, welche Vorteile damit verbunden sind. Ich möchte das mal am Beispiel islamischer Rechtskulturen verdeutlichen. Also, da gibt es ein ganz allgemeines Gebild von islamischen Rechtsstrukturen, wo die Rolle vor allem der Religion als einer Macht, die das Politische, das Moralische und weitere Differenzierungen, die für die Moderne typisch sind, einfach aushebelt. Nur stellen wir fest, dass das nicht nur in dieser religiös geprägten, und da würde ich den Begriff schon verwenden, Geltungskultur der Fall ist, sondern auch in anderen, die ihre jeweilige Geltungskraft auf religiöse Gründe beziehen, sodass es möglicherweise gar nicht mehr das Spezifische einfach von islamischer Rechtskultur ist, sondern dass wir eher den Begriff der Geltungskultur benötigen, um Aussagen über Grenzen und Reichweite einer solchen Ordnung zu erstellen. Es gibt in den letzten Jahren, muss man sagen, dort, wenn man den Begriff früher jedenfalls häufiger von islamischen Rechtskulturen auch im Plural auf die unterschiedlichen Schulen bezogen, und da haben wir es ja nicht nur mit Vieren zu tun, sondern mit sehr viel mehr Differenzierungen, die einfach in Rechnung zu stellen sind, hat sich eine Redeweise von Normativität eingebürgert, islamischer Normativität. Im Unterschied zu Rechtskultur oder auch zu Geltungskultur. Das muss man sehr genau diskutieren, muss sehen, ob auch im Vergleich der Rechtssysteme, der Rechtsordnungen, wir mit dem Begriff der Normativität, so wie er insbesondere in dem Frankfurter Exzellenzcluster verfolgt wird, tatsächlich Deutungs- und Erklärungsvorteile generieren.
Deswegen freue ich mich, dass die Frankfurter Kollegen für die Tagung zum normativen Komplex im kommenden Frühjahr, das ist sowohl Herr Günther, das ist Herr Duwe und weitere, Herr Teubner ebenso, mit denen wir darüber diskutieren werden. Wo die strategischen Vorteile, wenn wir nicht einen begriffsrealistischen Glauben pflegen und hegen, liegen, wenn wir uns auf Rechtskultur, Geltungskultur, Normativität, und wir können die Liste der alternativen Begriffe ja noch fortführen, die Rechtstraditionen, auch das ein durchaus hehrer Begriff, oder auch der Rechtskreisforschung, die insbesondere in der Rechtsvergleichung eine gewisse Zeit lang gepflegt wurde. Nun, auch das nur ergänzend, ohne hier fertige Ergebnisse vorstellen zu wollen, sondern unsere Fragestellungen noch einmal zu artikulieren, finde ich die Frage nach den Beziehungsverhältnissen verschiedener Rechtskulturen und sie auch systematisch zu denken, ausgesprochen wichtig. Die Annahme, dass Rechtskulturen, die sich begegnen, sofort in einen Clash of Legal Civilizations ausarten müssten, beruht auf der Annahme, dass tatsächlich nicht nur über Religion, sondern auch über Recht Sinnstiftung stattfindet und Identitätsprojektionen erfolgen, die, soweit sie von religiösen Hintergründen getragen werden und sich entgegengesetzt sind, automatisch zu dem von zu Huntington Prognose führen würden. Sodass also nicht nur Religion, sondern eben auch Recht als Verursacher einer solchen Welt anzusehen wäre. Also hier tritt Rechtskultur dann auch in einer explanatorischen Funktion auf. Das halte ich für außerordentlich problematisch, wenn man von vornherein die Möglichkeit des Dialogs logisch und theoretisch ausschließt, der Begegnung der Rechtskulturen, die, wenn man das Beispiel wiederum auch der islamischen Rechtskulturen oder Geltungskulturen nimmt, unterschiedlichste Formen des Umgangs mit dem anderen durchaus selbst etwa gekannt hat. Darüber müsste man natürlich sehr viel präziser und genauer noch sprechen. Eine andere Form ist die der Spannung, eine andere wiederum des Transfers. Der Rezeption im Verhältnis zum römischen Recht gibt es eine riesige Bibliotheken, die unter dem Label der Rezeption des römischen Rechts einfach verlaufen. Europa, was ist Europa? Eine Rechtsgemeinschaft, wie es von Hallstein formuliert worden ist, und für Koschaker war es selbstverständlich, Europa und das römische Recht. Europa ist genau der Umkreis derjenigen Ordnungen, die sich auf römische Rechtstraditionen beziehen. Nur gibt es dabei gewisse Probleme. In Andalusien gibt es Probleme, es gibt in Sizilien Probleme, es gibt in Südfrankreich Probleme, es gibt in Südosteuropa Probleme. Ich gerade in der vergangenen Woche Gelegenheit hatte, bei der Eröffnung eines neuen Center for Advanced Study East Europe ein wenig darüber zu erzählen, was es eigentlich bedeutet, wenn sich unterschiedliche Sedimentierungen vom Byzantinischen Reich zum Osmanischen dann in die Nationalstaatsbewegung des 19. Jahrhunderts hinein in Montenegro, in Kroatien, in Serbien, an anderen Orten, schließlich im 20., also unter Rezeption und Anpassung, Angleichung und dem Hereinruhen österreichischer, preußischer, französischer Traditionen des Code Civil und so weiter, im 20. Jahrhundert dann schließlich von den Unrechtssystemen des Faschismus überrollt werden und dann auch noch mal ein bisschen Sowjetrechtsrealismus einspielen und schließlich, so geht die Geschichte weiter, wie wir wissen, schließlich auch in die europäische Rechtsordnung hineinführen, nachdem man das sozialistische Eigentumsrecht
das immerhin auch eine Rechtsordnung implizierte, mit sogar römisch-rechtlichen Wurzeln, wie man zunehmend weiß. Ja, auch das eine gewisse Paradoxie dieser und Ironie der Geschichte. Dann also eine äußerst komplexe, zerklüftete Rechtskulturlandschaft aufweist, in der also eine Einheitsvorstellung überhaupt keinen Sinn macht und in der aber das römische Recht nicht der einzige Träger und Sinnträger einer juridischen Idee oder einer juridischen Wahrheit oder gar einer Gerechtigkeitsidee gewesen ist, sondern in der unterschiedlichste Strömungen und in sehr, sehr komplexen Gemengelagen, Überlagerungen, eben in Kulturbildungsprozessen eine Vorstellung von der reinen Rechtskultur in keinster Weise mehr für irgendwie vertretbar halten. Die Transplantationsforschung, damit sind jetzt nicht Herztransplantationen gemeint, sondern Transplantate, wie man sie auch im Recht denken kann. Sie haben das Beispiel schon des Rechtsstaats genannt. Da wissen wir, mit welchen Problemen es behaftet ist. Nur die Einschätzung von Le Grand müssen wir nicht unbedingt teilen. Harmonisierungen, das haben wir aus dem Familienrechtskontext noch einmal zuletzt gelernt, Adaption, Angleichungen sind andere Formen der Rechtskulturbeziehung. Also der abstraktere Begriff, von dem wir ausgehen müssen, ist nicht notwendigerweise der Konflikt und ist nicht notwendigerweise die Überformung, sondern es sind Beziehungsmuster, die wir systematischer analysieren müssen. Und dafür, muss ich sagen, sehe ich in der Literatur noch nicht so viele Ansätze, wie sie vielleicht wünschenswert wären. Und daran schließt sich an, wenn wir schon meinen, wir könnten einen Rechtskulturbegriff auch ein bisschen stärker theoretisch fundieren, indem wir bei Durkheim und Weber uns auf der einen Seite symbolisch, ritual, theoretisch, ritual, dynamisch und organisationskulturell bedienen, wenn wir schon meinen, ein derart kulturwissenschaftlich und kultursoziologisch aufgeladener Rechtsbegriff kann eine spezifische Rechtskultur umschreiben und Dimensionen für eine solche Beschreibung liefern, dann sind wir aber noch nicht am Ende der Geschichte angelangt, wie die meisten von uns wissen. Dann fangen wir nämlich an, Typologien zu bilden, Unterscheidungen, Rechtskulturtypologien. Also zum Beispiel eine Frage, macht es nicht Sinn, eine charismatische Rechtskultur zu denken und von einer legalrationalen? Ich meine, dass man bestimmte Phänomene jedenfalls, wie sie mit faschistischen Unrechtssystemen zusammenhängt, über das Charisma-Paradigma sehr viel besser und präziser erfassen kann. Die Rechtsfeindschaft, die idealtypisch mit charismatischer Herrschaft verbunden ist, führt eben auch dazu, dass dem Recht die ordnungsstiftende und die gerechtigkeitsfördernde Macht von vornherein beschnitten wird. Also Überlegungen lassen sich in dieser Richtung entwickeln. Was fängt man aber damit an, was uns vielleicht am vertrautesten ist? Haben wir nicht doch den Eindruck manchmal, es gibt so etwas, und das ist der übliche Sprachgebrauch, es gibt so etwas wie eine deutsche Rechtskultur und französische Rechtskultur, also nochmal in nationalen Rechtstraditionen. Haben wir nicht den Eindruck, wenn wir mal französische Urteile gelesen haben, dass die einfach anders formuliert sind, nicht nur in einer anderen Sprache, sondern dass es so etwas wie Rechtsstile gibt, die allein die Länge der Urteile ist wohl sehr, sehr unterschiedlich. Also Sie wissen, dass Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen nicht immer, aber doch mitunter Buchformat annehmen, ja. Die Entscheidungsbände werden umfangreicher und umfangreicher. Und das ist sicherlich ein Merkmal einer deutschen Rechtskultur, die auch wenn von Richtern Recht gesprochen wird, die Rechtsschulung, universitäre Rechtsschulung im Allgemeinen ja nicht hinter sich gelassen haben und dort eindeutig eine bestimmte Art der Rechtsdogmatik Vorrang hat und damit auch einen anderen Rechtsstil einfach befördert.
dass wir zwischen kontinentaler und angloamerikanischer vielleicht doch weiter auch unterscheiden müssen und von dem, was wir von skandinavischen Rechtskulturen alles nicht wissen, bis auf Sie, Frau Detloff, weil Sie das aus den Familienrechtsdiskussionen besser kennen, unter anderem, dass man sich dort, ich glaube in Dänemark, inzwischen per E-Mail auch scheiden lassen kann. Also auch das sind Bestandteile von Rechtskultur, die jetzt noch nicht von vornherein das Verdikt der Unkultur sozusagen auf der Stirn geschrieben haben, aber doch Teil eines spezifischen Rechtsstils zu werden scheinen. Ich könnte den Aufgabenkatalog noch ein Stück weiterschreiben. Aber dann wird es nicht nur für Sie langweilig, es wird für uns beunruhigend, weil wir dabei vergessen würden, dass wir eine sehr, sehr schöne Tagung, wie ich meine, für den Oktober des nächsten Jahres zum Thema Rechtskulturen bereits geplant haben. Und das kann ich Ihnen nicht im Detail vorlesen, aber ich möchte doch ein paar Punkte benennen, damit Sie sehen, in welche Richtung wir jetzt empirisch und historisch uns weiter auch präparieren wollen. Es wäre eine völlig verfehlte Annahme aus meiner Sicht, wenn wir den Rechtskulturbegriff und auch unser Interesse für Recht als Kultur auf die moderne Welt beschränken wollten. Das wäre so kindisch, wie wenn man meint, Soziologie bedeutet die Analyse von Gegenwartsgesellschaften. Also Rechtskulturkonflikte in der antiken Welt sind eine unheimlich spannende Angelegenheit, denn dort müssen wir sehr präzise fragen, wer ist der andere? Was ist er als Barbar oder wie wird er konzipiert? Wie wird überhaupt das Recht der anderen als eine ethisch-juridische Herausforderung, wie Sheila Benabib genannt hat, in diesem Kontext gesehen? Religiös geprägte Rechts- und Geltungskulturen, die ich bereits erwähnt habe, gehören hier rein, aber eben auch Faschismus als ein bestimmter Typus von Unrechtskultur, bei dem ich neugierig bin, inwieweit man aus dem Kontext der Rechtskulturforschung vielleicht doch zusätzliche Erkenntnisgewinne erzielen kann. Kolonialismus als Rechtskultur ist, denke ich, ein bestimmter Zugang, den man im britischen, im französischen, im iberischen Muster nachgehen darf und sollte. Ich will es einmal mit diesen Andeutungen bewenden lassen und hoffe, dass wir am Ende Begegnungen und Konflikte mit an den Rechtsvorstellungen der anderen tatsächlich in eine systematischere und gehaltvollere kulturwissenschaftliche Form überführen können, die uns am Ende auch vielleicht hilft bei der Fragestellung, wie wir zwischen einem juridischen Globalismus, der die Gefahr einer oberflächlichen Angleichung immer in sich birgt, und einem fortdauernden, endlosen rechtskulturellen Partikularismus Lösungen finden wird, die jedenfalls die Grundfragestellung dieses Kollegs aufgreifen, wie überhaupt ein Cultural Diversity Management im normativen Komplex möglich ist. Dass es einen solchen Bedarf gibt, wissen wir, wie schwierig er durchzuführen ist, haben uns nicht nur das Beschneidungsurteil, das Burkini-Urteil und ich könnte viele andere Urteile nennen, in der letzten Zeit unmittelbar vor Augen geführt. Und ich möchte nur auf das Beschneidungsurteil an dieser Stelle in aller Kürze eingehen dürfen. Ich habe es als eine außerordentliche, auch sozusagen persönliche, konflikthafte Situation empfunden, dass ich als gelernter Strafrechtler überhaupt keine Möglichkeit gesehen habe, das, was man diesen armen Jungen dort antut, als eine Körperverletzung im Sinne des 223 StGB anzusehen, auf der einen Seite Sozialadäquanz zu verneinen, Rechtfertigungsgründe zu verneinen, so wie man das als rationaler Strafrechtler zu argumentieren weiß und versteht,
und andererseits einfach von dem Entsetzen erfüllt zu sein, wie man eine solche Entscheidung überhaupt nur denken kann, die das Leben von Muslimen und Juden in Deutschland unmöglich machen würde. Was ist das für ein Konflikt? Und ein Konflikt, den man sozusagen in der eigenen Person erleben kann. Und für die man eine Lösung finden muss, ob das die familienrechtliche Variante, ob das die systematisch und rechtsdogmatisch befriedigende war, ist ja vielleicht am Ende gar nicht einmal so wichtig. Aber dass man überhaupt einen Weg gefunden hat, das ist doch außerordentlich wichtig gewesen, in einem so tiefgreifenden normativen Konflikt, und in dem es gerade um Fragen der Identitätsstiftung und der Identitätsbuchstäblich Markierung geht, eine normativ tragbare Lösung gefunden hat, die nicht zu den Verletzungsgeschichten führen muss, die das Zusammenleben der Kulturen einfach unmöglich machen würde. Also insofern sind es große Aufgaben, mit denen wir uns befassen. Ich bin viel zu lang gewesen, ich bitte Sie um Nachsicht und Sie auch alle, aber irgendwann lässt man sich ja von der spannenden Thematik einfach mitreißen, und das ist ja vielleicht auch nicht das Schlimmste. Also ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.